Der Krater Tycho hat einen Durchmesser von rund 85 Kilometer und zählt damit zu den mittelgroßen Kratern. Seine Tiefe beträgt 4850 Meter. Das ist beeindruckend und lässt auf eine gewaltige Explosion schließen. Heute weiß man, dass vor rund 110 Millionen Jahren ein etwa 10 Kilometer großer Asteroid im Süden des Mondes einschlug und riesige Mengen Mondgestein in alle Richtungen verteilte. Der helle Auswurf ist strahlenförmig über weite Teile der Mondoberfläche niedergegangen. Die längsten Linien messen bis zu 2000 Kilometer. Bei Vollmond lassen sich die hellen Linien schon mit einem einfachen Fernglas erkennen. Es gibt nur noch zwei weitere Großkrater, die ein ähnliches Strahlenmuster vorweisen können: Kopernikus und Kepler. Tycho hat allerdings den größten und hellsten Strahlenkranz. Das macht ihn zu etwas Besonderem. Ein virtueller Flug über den Tycho bringt weitere Details zum Vorschein. Zum Beispiel das Zentralgebirge, das über 1600 Meter in die Höhe aufsteigt. Ein Zentralgebirge entsteht, wenn der Impakt die komprimierte Materie zurückfedern lässt. Dabei wird Material aus der Tiefe nach oben katapultiert. Auffällig sind die terrassenartigen Strukturen, die sich vom Kraterwall abfallend nach innen erstrecken. Das Ganze erinnert an das antike Kolosseum in Rom. Die ersten treppenartigen Formationen entstanden bereits kurz nach dem Aufprall, als Schockwellen über die Mondoberfläche fegten und der ursprüngliche Kraterwall unter der Last seines eigenen Gewichts einbrach. Im Kraterinneren bildete sich zeitgleich ein Lavasee. Die Schmelze nagte über einen langen Zeitraum an der Kraterwand und entriss ihr Blöcke, die teilweise zu mächtig waren, um völlig mit dem Lavasee zu verschmelzen. Die erkalteten Relikte ragen noch heute aus dem Kraterboden hervor. Der Mondkrater Tycho wurde nach dem dänischen Astronomen Tycho Brahe benannt, der Ende des 16. Jahrhunderts sehr genaue astronomische Beobachtungen und Berechnungen durchführte. Kurz vor seinem Tod übergab Tycho Brahe seine Aufzeichnungen an den deutschen Astronom Johannes Kepler, der daraus die Gesetzmäßigkeiten herleiten konnte, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen.
Thank you.